Bestseller. Neben den Hockey at Home Videos und den Technik Challenges bieten wir euch ja die Technik Videos an. Und heute das versprochene zweite Video. Das zweite Technik Video hat die Themen Schrubber Vorhand, Schlagvorhand, hoher Schrubber, Lupfer. Ich hoffe, die Erklärungen sind verständlich. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und hoffe, bis bald. Bleibt gesund. Vorhand Schrubber. Bin wieder ganz weit weg vom Ball. Mache auf den Ball einen großen Schritt zu. Ball liegt ungefähr auf Höhe des linken Fußes. Wenn ich aufs Tor schießen will, am besten innerhalb des Kreises. Jetzt hole ich von ganz hinten aus, von hinter dem rechten Fuß und klappe mit den Handgelenken nach vorne. Dabei bin ich mit dem Oberkörper ganz knapp über dem Boden und ziehe voll durch. Darauf achten, dass ich den Ball möglichst weit vorne am Schläger treffe und nicht irgendwo in der Mitte, der Ball da nicht so fest bewegt. Einen Schritt noch zu und dagegen schrubben. Ja. Vielleicht habt ihr schon gesehen, die Hände sind dabei natürlich zusammen und ganz nah am Boden. Kann sogar passieren, dass die Hände den Boden berühren, vielleicht auch ein bisschen blutig werden. Also richtig tief runter und dann. So, Vorhandschlag. Hände sind zusammen. Ich bin wieder einigermaßen weit vom Ball weg. Hab den linken Fuß vorne, hole von hinten aus. Darauf achten, dass wieder Hände gehen rechts vom Körper, Ellenbogen geht hoch und ich bin in einem leichten Kreis, schlage ich den Ball. Im Treffpunkt zeigt die Keule nach vorne. Ja. So, wir kommen einmal zur Körperhaltung. Wir sind nicht aufrecht und stehen nah am Ball dran und spielen im Prinzip Golf, sondern wir sind einigermaßen weit weg vom Ball, ein bisschen in Knie und mit ordentlich Körperspannung. Beim Ausschwingen bleiben beide Hände am Schläger. Wir versuchen auch, dass ich nicht überkreuze, sondern locker geradeaus durchschwinge. Es geht beim Schlagen nicht darum, dass ich mit aller Kraft auf den Ball eindresche oder riesige Oberarme habe, sondern es geht darum, dass ich den Ball sauber treffe und sauber durchschwinge. Ich brauche keine wahnsinnige Kraft, ich muss nur einen guten Treffpunkt haben. Ich lasse den Schläger jetzt einfach mal nur fallen und treffe den Ball sauber und dann wird man schon sehen, dass er trotzdem relativ fest ist. Kein Krafteinsatz, nur locker durchgesprungen und trotzdem ein harter Ball. Es läuft. Wir kommen zum hohen Vorhandschrubber. Dabei wird technisch genau das gleiche gemacht wie vorher beim Schrubber, nur dass der Schläger leicht geöffnet wird, also ein bisschen angekantet. Es wird genauso voll durchgeschwungen, genauso auf den Treffpunkt geachtet. Spielsituation sind normalerweise keine Schüsse vom Kreisrand, sondern eher Schüsse aus 7, 8, 9 Metern, wo der Tote vielleicht runtergehen und runterrutscht. Gerade wenn man vorher einen Pass gekriegt hat und der Tote in Bewegung ist. Und dabei muss der Ball auch gar nicht mehr in den Winkel, sondern meistens geht es nur darum, den Ball über den liegenden Toter drüber zu spielen. Ja, kann ich gleich mal machen. Ich hoffe mal, das gelingt dann. Jawohl. Neben dem hohen Schrubber gibt es auch die Möglichkeit, den Ball als Lupfer über den Torhüter zu spielen, das aber auch als Schrubber. Dabei ist auch wieder wichtig, der Ball muss nicht über den stehenden Torhüter mit beiden Händen oben sein, sondern normalerweise reicht es, den Ball über die Schulter vom Torhüter drüber zu lupfen, weil der Torhüter tendenziell mit einem flachen Schrubber rechnet. Warte, jetzt. Wichtig hierbei ist, als Unterschied zum normalen Schrubber oder auch zum hohen Schrubber, wo ich ganz tief unten bin, bin ich jetzt etwas aufrechter und treffe den Ball im Prinzip nur mit der Keule. Schläger ist viel stärker angewinkelt als noch beim hohen Schrubber. Jetzt ist wieder an. Also ist an. So, jetzt einmal über den Torhüter. Ich hoffe, ich nicht treffe. Danke. Gucken wir mal. Jawohl, ist an. Die Situation ist häufig, dass ich mit dem Ball schräg nach rechts laufe und dabei der Torhüter in Bewegung ist und deshalb auch runtergeht.
Solltet ihr auch zu diesem Video Fragen haben, bitte einfach melden. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch diese Techniken ausprobieren würdet und den Bewegungsablauf üben würdet. Das geht wie immer in der Wohnung mit einem Tennisball zum Beispiel. Ihr müsst da nicht ganz durchschwingen. Oder es geht auch im Garten bei gutem Wetter oder auf einem großen Platz. Viel Spaß beim Ausprobieren, bei Fragen melden. Ich sage mal, bis zum nächsten Video. Tschüss!